Sie sehen aus wie aus einer anderen Zeit. Die Wagen des Zirkus Roncalli sind heute im Frühnebel in Bremen eingetroffen. Das würde Gründer und Zirkusdirektor Bernhard Paul bestimmt gut gefallen. Denn der Grundgedanke des Zirkus ist, das Publikum für 2 Stunden in eine andere Welt zu entführen. Nun, wir haben natürlich dieses Jahr auch wieder dabei ganz viele besondere Künstler, die man so auch in anderen Produktionen nicht zu sehen bekommt. Es gibt da zum Beispiel den Michael Ortmeier, einen jungen Kandidaten aus einer der letzten Sendungen von Thomas Gottschalks Wetten, dass, den Bernhard Paul auf dem Fernsehsofa entdeckt hat und der bei uns über die Flaschen tanzt, wie das schon andere Clowns getan haben in Paris im 19. Jahrhundert. 50 kleine Zirkuswagen werden mit dem etwa 500 Meter langen Zug durch die Weltgeschichte kutschiert. Die kleinsten Wohnwagen messen etwa 6 Quadratmeter und sind für 9 Monate im Jahr das Zuhause der Zirkusleute. Mit historischen Traktoren werden die Anhänger abgeladen und danach zum Spielort transportiert. Wir sind einer der wenigen Zirkusse, die noch überhaupt mit dem Zug reisen. In Europa sind wir der einzige Zirkus, der das macht. Wir haben deshalb rund 80 historische Zirkuswagen aus der Sammlung von Bernhard Paul, die alle so 100 bis 120 Jahre alt sind, die immer jedes Jahr liebevoll restauriert werden in unserer Werkstatt in Köln. Auf der Bürgerweide wird das Zirkuszelt mit rund 1500 Plätzen aufgebaut. Mit 1,20 Meter langen Ankernägeln wird die Plane befestigt und kann dann Windböen von 120 Stundenkilometern standhalten. Doch das muss es hoffentlich nicht, wenn es ab Dienstag, dem 20.11. wieder heißt: Hereinspaziert und Manege frei, das Spiel kann beginnen.